Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich diesen schwäbischen Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Rostbraten brauchen wir natürlich Fleisch. Hier habe ich eine Scheibe vom Roastbeef, also vom Rinderrücken. Die sollte nicht zu dünn sein, ich würde sagen mindestens einen Zentimeter. Dann mache ich mir eine Zwiebelsauce dazu. Dafür brauche ich ganz normale Bratensauce, ein paar Zwiebeln. Außerdem mache ich so ein paar Röstzwiebeln, die obendrauf als Garnitur kommen. Außerdem habe ich für die Soße zum Binden ein bisschen Mehlbutter gemacht. Dann zum Anbraten habe ich hier einfach ein bisschen Butterschmalz. Finde ich immer ganz gut, es hat ein schönes Butteraroma. Und als Beilage gibt es Bratkartoffeln. Ganz wichtig bei den Bratkartoffeln ist, dass sie mindestens einen Tag alt sind. Also ich koche die Kartoffeln immer mit Schale, schäle sie dann, lasse sie abkühlen und lasse sie dann mindestens über Nacht im Kühlschrank, noch besser wäre es ein bisschen länger, weil sonst kleben einem die Kartoffeln später einfach an. Man hat einfach kein schönes Ergebnis am Ende. Aber ich reibe die Kartoffeln jetzt einfach über die Reibe rüber. So sehen die Kartoffeln aus, wenn ich sie fertig gerieben habe. Die stelle ich jetzt noch mal zur Seite und mache mit meinen Zwiebeln und der Soße weiter. So, ich nehme mir dann die Zwiebeln, sowohl für die Soße als auch für die Röstzwiebel. Halbiere ich sie einfach und schneide mir dann so Streifen runter. Die Menge an Zwiebeln sollte reichen für die Soße. Die mache ich jetzt hier in eine Schüssel rein. Und genau das gleiche mache ich jetzt mit den restlichen Zwiebeln, die ich nachher für die Röstzwiebel nehme, die oben als Garnitur drauf kommen. So wie man sehen kann, das ist ungefähr gleich. Von der Menge her ist es ein bisschen mehr, wie ich eigentlich bräuchte. Aber es ist immer ein bisschen besser, mehr zu haben wie zu wenig. Ich fange an mit der Soße, damit die auch noch ein bisschen durchziehen kann und die Zwiebeln noch ein bisschen schönen Geschmack an die Soße abgeben können. Dafür nehme ich mir ein bisschen Butterschmalz, gebe das hier in den Topf rein. Wenn sich das Butterschmalz aufgelöst hat, dann gebe ich hier die Zwiebeln dazu. Dann drehe ich den Seitenbrenner ganz auf, weil hier ist es nicht schlimm, wenn die Zwiebeln ein bisschen Farbe kriegen. Das macht man ja bei Schmelzzwiebeln eigentlich nicht, dass sie Farbe haben. Oder eventuell nur leicht, aber hier ist es nicht so schlimm. Hier will ich ja ein bisschen Röstaroma kreieren, damit es nachher auch ein bisschen in die Soße übergehen kann. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Salz dazu gegeben und schaue, dass ich hier die Zwiebeln einfach gut ein bisschen anbrate. Eventuell, dass sie leicht Farbe bekommen. So, und wenn die Zwiebeln dann ein bisschen Farbe haben, dann gieße ich das Ganze mit meiner Soße auf. Gebe hier dann schon mal ein bisschen Pfeffer dazu und schmeckt das Ganze schon mal ein bisschen ab. Gebe hier ein bisschen Salz dazu, je nachdem wie man es gewürzt haben will. Dann lasse ich die Soße einmal aufkochen, nehme schon mal meine Mehlbutter zur Hand. Mehlbutter ist ganz einfach Butter mit Mehl 1:1. So, dann gebe ich ein kleines bisschen von der Mehlbutter hier rein und rühre das Ganze dann gut um. Dann merkt man schon, das Ganze wird schon ein bisschen sämiger. Das Ganze kriegt schon eine schöne leichte Bindung. Wenn die Mehlbutter dann aufgelöst ist und die Soße eine leichte Bindung hat, dann schmecke ich das Ganze nochmal ab. Das passt so für mich. So sieht die fertige Soße jetzt aus. Die stelle ich noch zur Seite. Dann kann die auch nochmal ein bisschen durchziehen und die Zwiebeln geben nochmal schön Geschmack ab. Die brauche ich erst später wieder und stelle sie jetzt nochmal zur Seite. Die Zwiebel für die Röstzwiebel, die koche ich jetzt im stark gesalzenen Salzwasser ab, so dass sie die Struktur verlieren. Dann gebe ich sie ein bisschen in Sieb und trockne sie ein bisschen und dann werden wir sie hier nachher ein bisschen in Öl, bisschen frittieren oder anbraten. So, meine Zwiebeln habe ich fertig abgekocht. Die habe ich jetzt hier zwischen zwei Tücher gemacht, damit da ein bisschen Flüssigkeit rausgeht. So sieht das Ganze aus. Wie man sehen kann, die sind relativ verkocht, aber das ist so gewünscht. Auf dem Seitenbrenner habe ich mir jetzt einen kleinen Topf mit bisschen Öl hingestellt. Und da werde ich die jetzt drin garen. Wenn man eine Fritteuse hat, kann man es natürlich auch einfach in der Fritteuse machen. So, jetzt nehme ich mir hier mal ein bisschen. Aufpassen, weil da natürlich viel Wasser drin ist, dann spritzt das Ganze. So, wenn die Zwiebeln dann ein bisschen Farbe bekommen, dann nehme ich sie raus. Wenn ich die Zwiebeln dann rausnehme, dann gebe ich sie sofort in eine Schüssel, wo hier so ein kleines Tuch drin ist. Und gehe dann auch gleich, wenn ich sie rausnehme, ein bisschen mit Salz drüber. So sehen die fertigen Röstzwiebeln dann aus. Die stelle ich jetzt aber nochmal zur Seite und mache mit den Bratkartoffeln und dem Fleisch weiter. Bevor ich mit den Bratkartoffeln anfange, salze ich mir jetzt erstmal das Fleisch ab. Das Fleisch hatte ich ca. 2 bis 3 Stunden aus dem Kühlschrank raus, bevor ich angefangen habe, damit es ein bisschen Temperatur bekommt. So, das salze ich jetzt einfach gut ab.
von beiden Seiten. Nehme dann für die Bratkartoffeln wieder ein bisschen Butterschmalz und gebe das auf meine Grillplatte. So, dann nehme ich einfach meine Kartoffeln und gebe die hier drauf. Dann salze ich die Kartoffeln schon mal gut. Bei den Bratkartoffeln ist ganz wichtig, dass man denen ein bisschen Zeit gibt, die nicht so oft dreht. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit hier mit der Palette das drehe, dann habe ich irgendwann so ein gehacktes hier oder so ein Brei. Die einfach langsam vor sich hingaren lassen. Wie man sieht, durch die Grillplatte haben sie ja schon eine leichte Bräunung. Und das lasse ich jetzt hier einfach ganz langsam vor sich hingaren. Ich habe die Brenner auch alle auf niedrigste Stufe. Und das mit dem Frühsalzen ist einfach, weil sie am Anfang vom Garprozess noch einfacher das Salz aufnehmen oder ein bisschen besser das Salz aufnehmen, wie wenn ich später dazu mache. Deswegen salze ich am Anfang immer gleich ein bisschen. Wenn es nicht ganz reicht, kann man ja immer noch nachwürzen. So, die Bratkartoffeln lasse ich jetzt so vor sich hingaren und fange an, das Fleisch anzubraten. Wie man sehen kann, hat sich das Salz schon leicht aufgelöst. Das gebe ich jetzt bei höchster Stufe auf meinen Infrarotbrenner und brate es von beiden Seiten kurz an und lasse es dann auf dem Grill gar ziehen. Und so nehme ich das Ganze runter. Legst dann hier einfach auf die Seite, wo quasi der Bereich ist, wo der Brenner aus ist. Ich habe nur die zwei rechten Brenner an und lasse es jetzt so ein bisschen gar ziehen, bis es so bei 54 Grad ist. Wenn das Fleisch dann eine gute Temperatur hat, dann richte ich das Ganze einfach noch an. Ich ziehe das jetzt ganz kurz nochmal über die Grillplatte. Von der schönen Soße was drüber. Dann die Röstzwiebeln drüber. Und fertig ist mein schwäbischer Zwiebelrostbraten. Den probiere ich jetzt noch. Wie man sehen kann, der ist noch schön rosa innen drin. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber hier unten und auch hier oben, da ist immer dieser Bratrand, deswegen nutze ich nicht so gerne den Infrarotbrenner, weil es einfach zu viel Hitze ist. Das kann man eigentlich gut machen, wenn man große Stücke Fleisch hat und die anbraten will. Aber für mich ist es immer ein bisschen zu viel Hitze. Aber hier ist es eigentlich recht gut rausgekommen, muss ich sagen. Aber genug geredet, ich probiere das Ganze jetzt mal, obwohl ich hier keine Besonderheiten erwarte. Ein klassisch schwäbisches Gericht, wie es sein soll. Das Einzige, was ich heute nicht ganz zufrieden bin, sind die Röstzwiebeln. Die hätte ich ein bisschen dicker schneiden sollen, beziehungsweise auch größere Zwiebeln nehmen sollen. Dann kommen die ein bisschen schöner raus, dann sind die einfach ein bisschen länger. Aber so als Garnitur passt es auf jeden Fall. Geschmacklich, Zwiebelrostbraten ist eh super. Man muss gutes Fleisch nehmen, das Fleisch muss halt auf dem Punkt sein. Man hätte jetzt hier noch Spätzle dazu machen können, aber ich kenne es klassischerweise eher mit Bratkartoffeln und es auf dem Grill natürlich auch einfacher zu machen. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen, ist ein super Gericht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.